Einen wunderschönen guten Morgen. Heute begrüßen wir Miriam Hoff mit Mind is Magic als Gast zum Autorenfrühstück. Nach dem Studium der Erziehungswissenschaften mit Psychologie und Soziologie an der Universität in Mainz schloss Miriam Hoff die Ausbildung zur approbierten Kinder- und Jugendpsychotherapeutin mit dem Schwerpunkt tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie an der Wiesbadener Akademie für Psychotherapie ab. Es folgten viele Weiterbildungen, unter anderem zum Thema Verhaltenstherapie, Traumatherapie, Hypnotherapie, Persönlichkeitsentwicklung, Sprecherausbildung an der Sprecherakademie in Frankfurt. Als approbierte Kinder- und Jugendpsychotherapeutin bietet Miriam Hoff professionelle Einblicke in die Psyche und viele Easy Hacks sowie Tools und Techniken aus Therapie und Coaching und arbeitet seit Jahren als Expertin für psychologische Fragestellungen in den Medien, unter anderem mit eigenen Wochenserien bei RTL und HR. Sie hat außerdem 2 eigene Kolumnen beim Online-Magazin Watson, Hacks für die Seele und in der Jugendzeitschrift Mädchen. Miriam antwortet. Seit 8 Jahren hat Miriam ihre eigene Praxis in Frankfurt-Sachsenhausen, in der sie schwerpunktmäßig mit Jugendlichen arbeitet, aber auch Erwachsene und Kinder behandelt. Früher hat Miriam als Model gearbeitet und war Miss Germany 1996. Ihr Amazon-Bestseller Mind is Magic wurde Ende 2022 veröffentlicht und ist aktuell bereits in der 2. Auflage verfügbar. In diesem Werk stellt Miriam Magic-Tools zur Verfügung, um das Selbstbewusstsein und ein positives Selbstbild von Jugendlichen zu stärken. Was genau dahinter steckt und inwiefern das Ganze mit unserem Dachthema Reflexion zusammenhängt, darüber sprechen wir heute. Einen wunderschönen guten Morgen nochmal ganz hochoffiziell und herzlich willkommen, liebe Miriam. Schön, dass du hier und bei uns bist. Guten Morgen alle zusammen. Ich freue mich sehr und hoffe, dass ich hier auch mit meiner Familie heute nicht gestört werde. Kann sein, dass der Hund ab und zu mal bellt, aber ich hoffe, das macht nichts. Wunderbar, dann erfreuen wir uns einfach dran. Klasse, vielen Dank. Ja, lass uns doch direkt einsteigen mit dem Buchtitel Mind is Magic. Warum denn eigentlich gerade dieser Titel? Wie bist du dazu gekommen? Ja, also ich habe auch viele englische Patienten. Ich habe lange in den USA gelebt und deswegen war für mich klar, ich möchte das ganz kurz und knapp gerne auch möglichst international halten, dass es einfach für alle Menschen direkt begreifbar ist. Und Magic ist für mich seit jeher immer schon eben dieses zauberhafte, magische, Fantasiebereich anregende Wort. Und dadurch, dass ich ja auch Miriam heiße und ich liebe Alliterationen, dachte ich, Miriam und dann Mind is Magic hat einfach einen super schönen Klang und ist so rund und drückt in diesem einen einzigen Satz auch das aus, wovon ich aus tiefstem Herzen überzeugt bin, nämlich, dass wir mit unserem Mind, mit unseren Gedanken, mit unserer Psyche unheimlich viel Magie bzw. Zauber in unser Leben, bringen können. Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank. Lass mich direkt zum Einstieg mal nachfragen. Das Buch ist ja im Grunde genommen an Jugendliche adressiert. Und in diesem Buch sind auch relativ viele Methoden etc. enthalten. Was bedeutet das denn konkret, dass das spezielle Methoden sind, die ausschließlich Jugendliche anwenden können oder sollten? Oder kann das Buch auch ein Erwachsener lesen? Natürlich richtet sich das prinzipiell auch an Erwachsene. Es ist aber so, dass mir als Kinder- und Jugendtherapeutin natürlich erstmal die Kinder und Jugendlichen ganz, ganz stark am Herzen liegen. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass auf diesem Ratgebermarkt einfach ganz viel es natürlich gibt für Erwachsene. Es gibt auch ganz viel für Eltern in der Kindererziehung und so weiter. Aber es gibt eigentlich relativ wenig für Jugendliche und so ganz junge Erwachsene, die sich eben noch finden müssen. Und für die, also die haben ja eigentlich es mit am allernötigsten, finde ich, mit Tools und Techniken ausgestattet zu werden, weil die eben noch nicht so viel Erfahrung haben und gleichzeitig so viel Unsicherheiten und so viel Fragezeichen in ihrem Leben. Und deswegen war mir das so ein Anliegen, dass ich genau dieser Altersgruppe einfach mal wirklich kompakte Techniken zur Verfügung stelle, die wir in der Psychotherapie täglich anwenden, zu denen aber eben so wenig nur Zugang haben, weil A, sind wir wahnsinnig ausgebucht und B, hat ja auch nicht jeder gleich, so wie wir das nennen, eine krankheitswertige Störung.
also wirklich eine Diagnose und würde aber dennoch einen Leidensdruck und würde dennoch von den Techniken stark profitieren. Und deswegen habe ich genau für diese Altersgruppe das Buch geschrieben. Aber die Inhalte des Buches sind natürlich genauso, gelten genauso für Erwachsene. Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank. Und vor allen Dingen, wir hatten ja auch im Vorgespräch mal drüber gesprochen, hast du dann auch so schön gesagt, dass die Sprache vielleicht sogar als etwas leichter geschrieben ist, sodass es auch für den Erwachsenen ja quasi eine leichte Kost an der Stelle auch darstellt. Und das ist ja nichts Negatives in Anführungsstrichen. Wir neigen ja häufig dazu, in vielen Kontexten die Dinge zu verkomplizieren. Und insofern ist es ja dann sogar angenehm, sozusagen in dieser leichten Kost in Anführungsstrichen zu bleiben bei einem so wichtigen Thema. Und du hast es ja auch schon angesprochen, wie wichtig sozusagen auch diese Thematik ist. Vielleicht kannst du mal kurz aufgreifen, warum du diesen Schwerpunkt sozusagen gewählt hast, also dich mit diesen Themen auch zu befassen. Ja, also ich habe in meiner Praxis als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Patienten so zwischen ab 4, 5 Jahren schon bis offiziell zum 21. Lebensjahr, behandle aber darüber hinaus auch junge Erwachsene in den 20ern. Und im Laufe meiner Jahre ist mir eben aufgefallen, dass wir gerade in dem Jugendalter so zwischen 15 und 17, 18 unheimlich starke Störungsintensität haben, weil das ein Alter ist, wo Jugendliche natürlich entwicklungsbedingt unheimlich viele Veränderungen durchmachen, hormonell, aber auch von außen hin die Anforderungen an die Jugendlichen herangetreten werden, sich in die Gesellschaft zu integrieren, sich vom Elternhaus loszulösen und eine Fülle von Konflikten in der Familie und auch für den Jugendlichen dazu kommt, die leider oftmals eben zu auch starken psychiatrischen Störungsbildern führt. Ich denke da zum Beispiel an die ganze Breite der Essstörungen, die wir da in dem Jugendalter leider in dramatischem Ausmaß sehen in der Praxis. Aber auch die Angststörungen finden da wirklich einen Höhepunkt. Und man kann auch sehen, dass leider Gottes auch in den letzten 3 Jahren, das hat auch gerade wieder die neue Gesundheitsstudie der DRK nachgewiesen, der Anstieg der Essstörungen, Angststörungen und Depressionen bei den Jugendlichen zwischen 15 und 17 zwischen 30 bis 40% und bei den Essstörungen sogar über 50% angestiegen ist. Und das finde ich ist wirklich erschreckend und es zeigt mir, wie wichtig es gerade für diese Altersgruppe ist, da zu sein, Therapieangebote, Coachingangebote zu bringen. Ja, und es auf der einen Seite ist es erschreckend, sozusagen, wie die Zahlen eben, also was die Statistiken sagen. Auf der anderen Seite muss es vielleicht gar nicht erst zu dieser therapeutischen Maßnahme kommen, wenn möglicherweise vorher schon angesetzt wird. Ist das die Intention dahinter des Buches? Ja, also das Buch soll schon Hilfe so zur Selbsthilfe geben. Es ersetzt natürlich an keinster Stelle, möchte ich echt nochmal betonen, eine Psychotherapie. Es kann begleitend zu einer Psychotherapie eingesetzt werden, aber es kann eben auch präventiv eingesetzt werden, ne? Dass man sich einfach mal bewusst wird, ach Mensch, es gibt ja schon ganz viele Dinge, die ich selber tatsächlich anwenden kann, um mich aus einem Motivationsloch rauszuholen, um tägliche Ängste zu überwinden, wie eine Referatsangst, eine Angst, auf einen anderen Menschen zuzugehen. Oder auch einfach so im sozialen Bereich zu gucken, mit wem befreunde ich mich denn, wer tut mir gut, wer tut mir nicht gut. Oder auch was meine Zukunft angeht, einfach mir so ein paar mit so ein paar Techniken zu überlegen, auch als junger Mensch, wie kann ich es denn für mich erstmal visualisieren, wo will ich hin? Und dann auch eine Technik zu haben, wie bleibe ich denn auch dran? Das sind ja Dinge, die wir Erwachsenen, die wir uns auch mit Persönlichkeitsentwicklung schon länger beschäftigen, die wir schon hier und da gehört haben und auch kennen. Aber diese jungen Menschen, die sind ja meist so oft mit der Schule und mit anderen beschäftigt und haben eben noch gar nicht die Chance gehabt, diese teilweise einfachen, effektiven Techniken kennenzulernen. Und das war auch so ein bisschen der Sinn von dem Buch, dass man die wirklich knackig und übersichtlich diesen jungen Menschen präsentiert und zur Verfügung stellt. Und du hast ja dein Buch in verschiedene Teile aufgegliedert und gerade in diesem ersten Bereich geht es ja um mein Kopf und ich. Welche Rolle, das findet sich ja auch in diesem Mind is Magic wieder, welche Rolle spielt denn da unser Kopf und unsere Gedanken und unser Gehirn in diesem Zusammenhang?
Das erste Kapitel, genau, mein Kopf und ich, das ist mir auch besonders am Herzen, weil in diesem Kapitel gehe ich so ein bisschen auf Ängste und ich sag mal Depressionen im Vorfeld ein. Also das sind ja zwei sehr, sehr große Themen, in denen wir als Psychotherapeuten täglich konfrontiert werden. Vor allen Dingen die Angststörung und die Vorläufer der Angststörung. Und deswegen hatte ich in diesem ersten Kapitel diesen Fokus auf Ängste und Motivationsprobleme gelegt. Weil ich denke, wenn man rechtzeitig da rangeht, sich damit auseinandersetzt und eben auch so mit ein paar Techniken sich zu helfen weiß, dass es erst gar nicht in der Angststörung läuft oder dass eine Motivationsproblem, nicht aufstehen zu können, nicht rausgehen zu können, sich nicht in der Depression auswächst, dass man da schon mal ganz, ganz viel ja, präventiv tun kann. Und deswegen habe ich sofort das erste Kapitel dem gewidmet. Und Ängste sind ja eine Emotion, die wir im Grunde genommen alle kennen und in verschiedensten Zusammenhängen auch haben und auch erleben. Nicht bei jedem führt das dann sozusagen auch dazu, dass es nachher irgendwelche Störungen oder Depressionen gibt. Was unterscheidet denn sozusagen die Personen? Also woran liegt das, dass es in gewissen Fällen eben zu einer Störung kommen kann und in anderen Fällen damit ganz gut umgegangen wird? Also was führt dazu? Das spielen natürlich verschiedenste Faktoren mit rein. So, prinzipiell kann man sagen, dass es auf jeden Fall auch eine genetische Disposition gibt. Auch eben, dass man familiär zum Beispiel vorbelastet ist, gewisse eher Depressionen zu bekommen oder auch Angststörungen zu bekommen. Das ist ein Faktor. Der nächste Faktor ist das Vorbildlernen, das Modelllernen durch die Eltern. Habe ich jetzt einen Elternteil, das selber sehr ängstlich ist? Kann es passieren, dass ich diese Ängste übernehme von den Eltern unhinterfragt, weil ich es einfach immer so gelernt habe, weil eine Mutter mir halt immer mich in Watte gepackt hat und mich immer darauf hingewiesen hat, was alles Schlimmes passieren könnte, so dass ich als Kind vom gar nicht so dieses Urvertrauen entwickelt habe, dass die Welt eigentlich ein guter Ort ist, sage ich mal, weil ich unbewusst mit in diese Angstpathologie reingezogen worden bin. Und dann haben wir natürlich noch einen Faktor, einen positiven Faktor, der nennt sich Resilienz. Das heißt, der eine ist mehr, der andere weniger damit ausgestattet. Das heißt, auch wenn schlimme Dinge passieren, verschiedenen Menschen, heißt es eben nicht, dass jeder deswegen zusammenbricht, sondern manch einer ist an sich schon resilienter. Das heißt, der hat einen stabileren Selbstwert, es hat ein positiveres Grundgemüt, der kann damit besser umgehen, der hat ein Gewissen, ja, und Selbstvertrauen und diese Resilienz versuchen wir eben auch in der Therapie im Nachhinein zu fördern. Und der nächste Faktor ist auf jeden Fall auch ein ungünstiges Umfeld. Jemand, der zum Beispiel auf ungute Lehrer stößt oder ungute Mitschüler, wo sich auch in einem Klassenverband vielleicht etwas in Richtung Mobbing entwickelt, wo dann einer zum Außenseiter wird, obwohl man sich objektiv gar nicht erklären kann, wieso. Manchmal hat es Neid- und Missgunstgründe. Und dann kommt durch dieses ungute soziale Umfeld ein Mensch in eine Außenseiterposition. Und wenn der eher hochsensibel ist oder sich viel zu Herzen nimmt, kann es dann gut sein, dass der dann zusammenbricht oder dekompensiert. Wir haben aktuell ja das Dachthema Reflexion und haben da verschiedene Schwerpunkte auch aufgemacht bisher darunter und auch bereits eine Verknüpfung hergestellt zu dem Thema Unconscious Bias, also gewisse Dinge, die da auch unbewusst ablaufen, passt ja hier in diesem Zusammenhang auch ganz gut rein, vor dem Hintergrund, dass ja viele Dinge vielleicht gar nicht erst reflektiert oder hinterfragt werden, sondern einfach durch dieses Lernen, du hast dieses Vorbildlernen oder Lernen am Modell auch angesprochen, gewisse Dinge auch einfach übernommen werden und einem selbst möglicherweise gar nicht bewusst sind. Welche Rolle spielt eben dieses Bewusste oder Unbewusste an der Stelle? Ich bin ja tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapeutin und da spielt das Unterbewusste oder das Unbewusste bei uns eine unheimlich große Rolle, weil wir davon ausgehen, dass wir gewissen Prägungen ausgesetzt sind. Vor allen Dingen in den ersten Jahren, in den ersten 6 Jahren, wird sozusagen der Grundstein der Psyche gelegt. Und zwar sowohl im positiven als auch im negativen Bereich. In erster Linie durch Beziehungserfahrungen, die wir mit unseren primären Bezugspersonen, das sind in der Regel ja meistens die Eltern, machen.
Da entwickeln wir, wenn es gut läuft, Urvertrauen, Selbstbewusstsein, Bindungsfähigkeit, ne, und können uns dann eben auch entsprechend gut und stabil mit einem guten, gesunden Selbstwert in der Welt bewegen oder eben auch leider nicht. Und diese frühkindlichen Schäden, die sind ja dann oftmals im Unterbewusstsein verankert. Und wenn dann in der Gegenwart wieder Dinge passieren, die sozusagen diesen unterbewussten oder frühkindlichen Konflikt, wir nennen das reaktualisieren, dann passiert es oft, dass Menschen zusammenbrechen, dekompensieren und dass dann eine psychische Erkrankung auftaucht, obwohl demjenigen das gar nicht so bewusst ist. Das heißt, von außen ist vielleicht etwas passiert, was gar nicht mal so dramatisch erscheint, trifft aber auf einen wunden Punkt bei dem Menschen, den dieser Mensch schon in der frühen Kindheit kannte, wie zum Beispiel eine Verletzung, es muss jetzt nicht unbedingt immer Missbrauch sein, aber vielleicht auch einfach eine Vernachlässigung, eine kränkende Erfahrung. Und wenn derjenige dann im Jugendalter oder Erwachsenenalter eine ähnlich gelagerte Erfahrung macht, die sozusagen diese Grunderfahrung aus der Kindheit triggert, dann kann es sein, dass die zugrunde liegende potenzielle Struktur, also wenn man jetzt eine depressive Struktur hat, dass die dann zusammenbricht und es zu einer Dekompensation kommt und wir sehen dann die Depression. Ist total spannend an der Stelle. Und das bedeutet ja auf der einen Seite im Grunde genommen, gerade wenn es eben dieses Unbewusste, Unterbewusste betrifft, woran wir uns möglicherweise auch gar nicht so erkennen oder erinnern oder was uns gar nicht so bewusst ist in dem Zusammenhang, dass es einerseits in Anführungsstrichen theoretisch auch jeden treffen könnte mit irgendetwas, was da mal vorgelagert war, was mir vielleicht gar nicht bewusst ist. Und auf der anderen Seite finde ich diesen Aspekt nochmal interessant. Die Grundstein der Psyche in den ersten 6 Jahren, der wird er gelegt. Was konkret bedeutet das, wenn der Grundstein der Psyche in den ersten 6 Jahren gelegt wird? Wie viel kann ich denn dann überhaupt noch ausrichten oder selbstwirksam hier tatsächlich auch verändern, auch in Bezug auf Verhalten etc., wenn ich Jugendliche bin oder vielleicht sogar schon erwachsen. Ja, es ist eben ganz wichtig, das nach und nach so aufzuarbeiten, je nachdem, wie ich schon eben gesagt hatte, was das Kind oder der Jugendliche an sich für eine Resilienz mit sich bringt, und welches einzelne Erlebnis passiert ist, bis hin zu schwersten Traumatisierungen, kann ich das schon natürlich später in einer guten Therapie, in einer guten therapeutischen Bindungserfahrung und einem veränderten, einer bewussten Mindset nach und nach mir anschauen, in einem geschützten Rahmen. Und realisiere dann eben oftmals mit einem wirklichen Aha-Effekten, oh, es lag ja also gar nicht an mir, dass ich nicht liebenswert war, dass ich bin nicht das schlechte Kind, die schlechte Tochter, der schlechte Sohn, sondern es lag an den Persönlichkeitsstörungen, zum Beispiel von meinen Eltern, an den Umgebungs, und dann an der Umgebung, die ungut war. Also das Wichtige ist in so einem therapeutischen Prozess, wirklich diese frühkindlichen, vielleicht teilweise ungünstig gelaufenen Beziehungen oder auch Begegnungen oder Umstände nach und nach sich anzuschauen und dann zu realisieren, dass es eben nicht an mir als Mensch gelegen hat, sondern dass es eine Verkettung ungünstiger Umstände oder elterlicher Erkrankungen oder Störungspotenziale war. Und das hört sich so logisch an für viele, aber für manch einen ist das ein riesengroßer Aha-Effekt und haben halt die Chance, durch diese Erkenntnis Dinge loszulassen, sich von Dingen zu distanzieren, von Glaubenssätzen zu distanzieren, die blockierend, die hemmend, entwicklungshemmend waren und haben dann wirklich eine Chance, durch die Analyse in der Psychotherapie endlich ein befreites, im wahrsten Sinne des Wortes, Leben zu führen. Und du hast in deinem Buch ja ganz verschiedene Bereiche aufgemacht, in Richtung mein Körper und ich, die anderen und ich, bis hin zu auch meine Zukunft und ich kommen darin ja auch noch vor, innerhalb derer du dann auch ganz, ganz vielfältige Methoden und Techniken sozusagen aufgreifst. Und vielleicht können wir hier nochmal schauen, warum gerade diese Struktur und vielleicht können wir da auch ein paar Beispiele immer mal reinbringen, sodass es auch plastischer wird für den Zuhörer, für unseren Zuhörer, hier nochmal ein paar konkretere Aspekte vor Augen haben zu können. Magst du da nochmal genauer drauf eingehen?
Ja, die Struktur des Buches ergibt sich tatsächlich aus meiner praktischen Erfahrung. Ich habe ja mittlerweile, arbeite ja seit 18 Jahren als Psychotherapeutin, weil wir auch schon innerhalb der Ausbildung mit Patienten gearbeitet haben. Und da habe ich einfach gemerkt, dass diese vier Grundbereiche, also Kopf, Körper, die anderen und die Zukunft, im Grunde genommen die Bereiche sind, in die, denen die Probleme entstehen oder mit denen eben die Menschen, die Patienten hauptsächlich zu kämpfen haben, in Anführungsstrichen. Und ich wollte einfach diese Struktur schaffen. Und dann unternehmen mein Kopf und ich, wie gesagt, hatte ich ja die Depression und die Angststörung gesehen, in dem Bereich mein Körper und ich, dem gerade eben Jugendlicher, einen riesen Fokus immer widmen. Da geht es ja darum, deinen Körper anzunehmen, dein Geschlecht anzunehmen oder auch eben nicht anzunehmen, sich mit seiner Figur zu identifizieren, gerade heute in Zeiten von Social Media. Das ist ein Riesenthema bei mir in der Psychotherapie. Also wie kann ich denn meinen Körper annehmen? Welche Techniken gibt es auch mit Atmung, mit Achtsamkeit, auch Klopftechniken? Wie kann mein Körper auch ein Werkzeug für mich sein? Deswegen hatte ich da dieses zweite Kapitel als Riesenkapitel für nicht nur Essstörungen, sondern auch generell eben, ne? Körperannahme, Körperselbstbild dem gewidmet. Das dritte Kapitel ist das nächste, was eine Riesenrolle spielt in dem Alter, eben die anderen, das soziale Umfeld. Die Entwicklungsaufgabe ist es ja einerseits, sich von der Primärfamilie zu lösen, sich mit Peer Groups zu identifizieren, zu gucken, wo gehöre ich eigentlich hin, wo gehöre ich aber eigentlich auch nicht hin, von wem möchte ich mich distanzieren. Und es ist auch eine Riesenaufgabe für so einen Jugendlichen, sich eben in solche Gruppen zu integrieren. Und an dieser Stelle können wir als Eltern relativ wenig machen. Und ja, einfach zu gucken, wie gehe ich mit den Mitmenschen um, wie gehe ich mit meinen sozialen Ängsten vielleicht um, wie überwinde ich Unsicherheiten, wie gelingt es mir, anerkannt zu werden. Denn letztendlich sind wir soziale Wesen als Menschen und es ist, jeder Mensch möchte anerkannt werden, möchte einen Unterschied machen. Nicht jeder ist eine Rampensau, aber für jeden Einzelnen ist es wichtig, dass es ein oder zwei Personen gibt da draußen, die sich freuen, wenn man da ist, wo es eben Unterschied macht, ob ich jetzt in der Schule sitze oder nicht, wo ich bemerkt werde. Und das letzte, vierte Kapitel ist das Kapitel Meine Zukunft und ich. Und da geht es eben darum, auch in der Überflutung, die wir heutzutage haben an Reizen und auch der Erwartung, die vielleicht Eltern an uns rantragen, wirklich rauszufinden, okay, aber was möchte ich denn eigentlich? Welchen Beruf, welche Richtung, nicht nur beruflich, auch privat, persönlich, soll dann meine Zukunft gehen? Und deswegen ist es so wichtig, finde ich, auch gerade den jungen Menschen da irgendwie einen Halt oder überhaupt Techniken an die Hand zu geben, das erstmal rauszufinden. Und deswegen hatte ich dieses vierte Kapitel eben zukunftsweisend an das Ende gestellt. Gerade auch heutzutage, wo die Jugendlichen oft in diesen ganzen Krisen so ein bisschen diese Zukunftsängste doch haben und die Hoffnung so ein Stück weit, in Anführungsstrichen, leider muss man sagen, verloren haben auf eine gute, heile Welt. Umso wichtiger ist es, gerade so denen diese Techniken für eine gute, sichere Zukunft in ihrem kleinen Mikrokosmos zur Verfügung zu stellen. Absolut nachvollziehbar. Ich würde gerne drei Bereiche oder die du angesprochen hast, noch mal herausgreifen wollen, um vielleicht hier auch noch mal ein paar konkrete Beispiele etc. mit aufgreifen zu können. Und zwar einmal den Aspekt Social Media, dann Geschlecht und Redeangst. Lass uns auch gerne bei dem ersten Mal starten, Social Media. Was genau verändert sich da oder hat sich da verändert? Was passiert da? Vielleicht gibt es da auch ein oder zwei Beispiele, die du mal aufgreifen möchtest wie dann die Arbeit in Anführungsstrichen auch mit deinem Buch dabei dann helfen kann, hier Veränderungen herbeizuführen. Ja, um Social Media kommt man natürlich heute nicht mehr drum rum und ich als jugendliche Psychotherapeutin natürlich erst recht nicht. Fast jedes Mädchen hat einen Instagram-Kanal oder einen TikTok. Die Jungs haben oft ihr Gaming, ihr Computer. Alle fast haben WhatsApp-Gruppen, wo sich innerhalb der Klasse, der Schule viele zusammentun. Es gibt Snapchat, was praktisch omnipräsent ist bei den Jugendlichen. Das heißt, die sind eigentlich einem 24/7-Einfluss ausgeliefert dieser sozialen Medien. Und das macht natürlich was mit der Psyche der jungen Menschen. Das hatten wir damals vor 20, 30 Jahren in der Form natürlich überhaupt nicht gehabt. Das bedeutet aber,
All diese Themen, ob das jetzt Mobbing ist oder Vergleichsthemen oder boah, zu welcher Party werde ich eingeladen, um ein Vielfaches explodiert sind. Denn ich sehe jetzt sofort, wo sind Leute in einer kleinen Gruppe zusammen und realisiere dann zum Beispiel bei der App Snapchat, oh, ich bin aber nicht eingeladen. Oder ich sehe meinen Ex-Freund, der jetzt Bilder postet mit seiner neuen Freundin, glücklich im Urlaub. Oder ich sehe Kommentare unter einem Post von mir, von jemandem, der mich nicht so gerne hat, das richtig fies ist und das Kommentar bleibt dann nicht ungesehen, sondern es wird dann vielleicht weitergeleitet. Oder ich habe mal Fotos gemacht von mir im Verliebtheitsrausch und habe das meinem Freund geschenkt, der fand das dann lustig und hat das in seine Freundesgruppe verteilt und auf einmal sieht es die ganze Schule. Also das heißt, wir haben ein Ausmaß an Konsequenzen, die auch an realen Konsequenzen, die teilweise wirklich dramatisch sein können. Nicht ganz zu schweigen von diesen Filtern und diesem Perfektionismuswahn, dem viele, vor allen Dingen Mädchen, ausgesetzt sind in Social Media. Denn sie sehen ein idealisiertes Bild. Klar ist ihnen bewusst, das ist gepimpt, das ist gephotoshoppt. Aber auch selbst wir Erwachsene, wir sehen dieses Bild und wir können gar nicht anders, als sofort zu reagieren mit einer emotionalen Antwort, die leider da meistens heißt, boah, der ist aber oder die ist aber so perfekt, die hat den Mega-Urlaub, das Mega-Leben und ich nicht. Also das heißt, da haben wir sofort immer eine negative Antwort und eigentlich eine Situation, dass wir uns selber dann im Direktvergleich kleiner machen. Und das alles sind Themen, mit denen ich in der Psychotherapie unheimlich viel jeden Tag zu tun habe. Und inwieweit helfen dann verschiedene Techniken, die du jetzt zum Beispiel in dem Buch dargestellt hast, in diesem Zusammenhang, gerade in diesem Social Media Zusammenhang? Bedeutet, also ich meine, wir können uns dem Ganzen nicht verwehren. Also Social Media hat eine wichtige Stellung und wird sich mit Sicherheit jetzt auch nicht vom Markt wegdenken lassen. Das heißt, ich darf ja irgendwie lernen, auch damit umzugehen. Was konkret bedeutet das dann in diesem Zusammenhang für mich? Genau, das ist Realität des Lebens. Es wäre jetzt blauäugig zu sagen, löscht doch einfach alle die Apps. Das möchte keiner. Jeder möchte ja auch Teil der Community sein und es gehört ja auch ein Stück weit dazu. Ne? Irgendwie hat ja auch sehr viel positive, also gute Vorteile auch die Nutzung von Apps. Das heißt ja, eine konkrete Technik ist zum Beispiel wirklich mal seine Account durchzuforsten und sich mal ganz ehrlich zu fragen, welche Posts tun mir gut, welche inspirieren mich, nach welchem Lesen, ob das jetzt ein TikTok ist oder ein Instagram-Post, fühle ich mich eigentlich besser, wirklich wohl und welche geben mir aber auch so einen Stich ins Herz oder in die Magengrube, wo ich mich eigentlich immer ärgere, wo ich, wenn ich das gelesen habe, gesehen habe, immer wieder denke, oh Mensch, das der so toll, ich so überhaupt nicht. Zum Beispiel, ne? Oder und dann einfach zu gucken, mal radikal den Leuten zu entfolgen, die eben dieses schlechte Bauchgefühl verursachen. Und aber den Leuten zu folgen oder vielleicht noch sogar zusätzlich, die dich inspirieren, die dich vielleicht die dir Wissen vermitteln, die Lust aufs Leben machen, die dein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Das ist so diese erste Technik. Das mache ich auch tatsächlich oft mit meinen Patienten, dass wir uns deren Accounts mal angucken. Und dann wirklich denen entfolgen, die denen nicht gut tun. So eine einfache Technik hat schon unheimlich viel Effekt. Ja, und es ist Wahnsinn, wenn man das so dann hört, wie leicht es manchmal ist und tatsächlich auch sich bewusst sozusagen damit sich zu beschäftigen und das zu tun. Und auch das, denke ich, gilt ja nicht nur für den Jugendlichen, sondern eben auch für den Erwachsenen, der vielleicht einfach auch deswegen nicht auf die Idee kommt, weil er sich gar nicht so intensiv damit befasst, was ihm denn gut tut oder nicht gut tut, oder? Wie erlebst du das? Ja, genau, im Zeitalter der Informationsüberflutung, ne, werden wir irgendwann mal passiv und nehmen einfach Informationen ungefiltert wahr und fragen uns eigentlich gar nicht, okay, wie fühle ich mich im Grunde danach? Das ist einfach auch nochmal so ein Tipp zu sagen, muss ich mir dann jedes schreckliche Ereignis, jede Nachricht antun? Was macht das denn mit mir, mit meiner Psyche? Worauf lenke ich dann eigentlich dann meinen Fokus? Muss ich mir die schlimmsten Kriegsnachrichten und Bilder jeden Morgen gleich als allererstes am besten noch im Bett liegen mit dem Kaffee reinziehen? Und wo ist dann mein Fokus, meine Aufmerksamkeit für den Rest des Tages? Also nächstes Beispiel, ein schöner Tipp ist einfach auch,
ganz bewusst mal zu gucken, wo gehen meine Gedanken hin im Laufe des Tages. Und leider ist es oft so, dass wir uns eben mit negativen Dingen beschäftigen. Ob das jetzt die Weltpolitik ist oder eben, was alles nicht fehlt, was uns alles so auf den Mangel konzentrieren. Und da habe ich eine nächste schöne Übung. Das sind meine kleinen Happiness-Buttons. Ich habe bei mir in der Praxis tatsächlich ganz viele bunte Knöpfe mit verschiedenen Mustern. Und dann gebe ich den Patienten die Möglichkeit, sich aus dieser Vielzahl an bunten Knöpfen 5 Stück auszusuchen. Allein das Aussuchen macht schon Spaß. Das sind so ganz flache, kleine Holzknöpfe. Und dann die Aufgabe, wirklich die mal jeden morgens in die linke Hosentasche zu packen. Und immer, wenn ich dann einen schönen Moment habe im Laufe des Tages, ein Lächeln vom Nachbarn, ich freue mich auf meinen ersten Cappuccino zum Beispiel, ich habe einen Talk mit meiner Freundin, jemand hält mir die Tür auf, ich komme noch gerade rechtzeitig zur Stunde, obwohl ich dachte, ich bin zu spät. Wirklich so kleine Dinge. In dem Moment dann haptisch einen Knopf von der linken Seite also anzufassen und in die rechte Hosentasche zu packen und am Abend sich anzugucken, wie viele Knöpfe haben es denn jetzt in meine rechte Hosentasche geschafft und dann nochmal die schönen Momente des Tages durchgehen zu lassen, sich dann nochmal dran zu erinnern, nochmal zu lächeln. Und so lerne ich, wenn ich das ein paar Tage hintereinander mache, klar, keiner wird den Rest des Lebens Knöpfe von A nach B packen, aber es geht ja erstmal darum, die Gewohnheit zu verändern, von dem Fokus auf das Negative hin zu den vielen kleinen positiven Dingen, die ja auch passieren im Laufe des Tages in unserem kleinen Leben. Und wenn ich das ein Stück weit ein paar Tage trainiere, dann passiert das irgendwann von selbst, dass ich nach schönen Dingen gucke, die Welt nach schönen Dingen filtere und das hat einen unheimlich positiven Effekt auf meine Psyche, weil ich dann auch wie eine selbsterfüllende Prophezeiung dieses schöne Suche und mehr von dem schönen, kleinen, tollen, dankbaren Momenten erlebe. Ja, ja, ein schönes Beispiel und macht es auch sehr, sehr plausibel. Zeigt auch, wie einfach es teilweise eben an der Stelle auch sein kann, mit wirklich schönen Hacks sozusagen an der Stelle zu arbeiten und zu schauen. Und da gibt es ja auch andere Möglichkeiten. Du hast es jetzt mit den Knöpfen beschrieben. Ich kenne zum Beispiel dieses Tagebuch, das Dankbarkeitstagebuch oder sowas zu führen. Sowas würde ja dann auch in diese Kategorie mit reinfallen, richtig? Genau, das wäre dann auch noch, man könnte das ja dann auch noch die Knöpfe, die man gesammelt hat. Diese Momente kann man auch noch ins Tagebuch schreiben. Wenn man etwas aufschreibt, setzt das sich immer noch tiefer fest, auch im Unterbewusstsein. Und vor allen Dingen auch da wieder der Tipp, diese letzten Gedanken, die man hat, bevor man einschläft, ne? Nicht in Sorgen und Grübeleien, sondern in dieses Positive und Dankbare, ob man das jetzt aufschreibt oder sich anhand der Knöpfe bewusst macht. Ich finde, wichtig ist eben nicht nur kurz dran zu denken, sondern tatsächlich auch etwas zu tun, ne? Sich die Knöpfe anzuschauen, den Kugelschreiber in die Hand zu nehmen, dann nochmal ganz bewusst reinzugehen in diese schönen Dankbarkeits-Vibes, weil wenn ich in der Dankbarkeit und im schönen Moment bin, kann ich eben nicht in den Ängsten und in der Grübelschleife sein. Absolut. Ja, das Zweite, das ich ansprechen wollte, das Thema Geschlecht. Und du hast ja vorhin auch so schön gesagt, das anzunehmen oder nicht anzunehmen in diesem Zusammenhang. Deswegen bin ich in dem Zusammenhang auch überhaupt hellhörig geworden. Vielleicht können wir da nochmal drauf schauen, und zwar nicht aus der politischen Debatte heraus, sondern tatsächlich aus der aus der psychotherapeutischen Brille betrachtet. Wie ist das da? Wie häufig kommt das vor, dass eben hier auch Herausforderungen vor dem Hintergrund des Geschlechts vielleicht existieren? Und wie ist das auch in diese gerade Jugendphase auch einzubetten und uns einzuordnen für uns? Ja, also ich habe jetzt tatsächlich in den letzten, man kann sagen, 2-3 Jahren sehr viele Patienten gehabt, die sich, ich sag mal, unsicher sind mit ihrer Geschlechtsidentität oder überhaupt auch mit der Wahl des Geschlechtspartners. Also ich erlebe eine unheimliche auch Freiheit, kann man sagen, wo es auch schon ein Stück weit zum Glück normal geworden ist, sich zu überlegen, vielleicht verliebe ich mich ja eher in Mädchen als Mädchen und vielleicht, oder frage mich erstmal, kann es nicht auch sein, dass ich vielleicht auch mal als Mädchen mich eher wie ein Junge fühlen möchte, wie ein Junge anziehen möchte oder
sich, ob das jetzt wirklich final dann in eine letztendlich eine Geschlechtsumwandlung geht oder nicht, ist die nächste Frage. Erstmal geht es ja darum, sich gedanklich überhaupt die Freiheit zu lassen. Wer oder was möchte ich sein, und zwar unabhängig von irgendeiner Begrenzung durch mein Geschlecht oder der unabhängig von den Erwartungen der Gesellschaft an mich. Ich finde, das ist ein durchaus positiver Aspekt, den sich junge Menschen viel mehr als wir damals erlauben, ne, diese Gedanken. Und das begleite ich auch gerne als Therapeutin. Und viele sagen ja dann auch immer, Eltern natürlich nachvollziehbarerweise haben viele die Ängste, oh, das ist jetzt nur ein Trend, am Ende möchte mein Kind sich umoperieren lassen, das darf auf keinen Fall in solche Gedankengänge gehen. Und ich denke immer, es gehört ein Stück weit mit dazu, zur Identitätsfindung. Und da sollte man einfach nicht diese Begrenzung drüber setzen, das auf keinen Fall und um Himmels Willen nicht. Ich glaube, dann erreicht man eher genau das Gegenteil. Für mich als Psychotherapeutin ist das ein ganz normaler Prozess und ich begleite den weder wertend noch richtend. Das ist ja meine größte Aufgabe als Therapeutin, sondern einfach positiv spiegelnd und anerkennt und auch staunend zu sehen, welche Gedankengänge denn Jugendliche entwickeln und wie schön das auch ist, dass sie so frei sein dürfen. Und ja, und auf der einen Seite sind das eben die Ängste der Eltern, Familienangehörigen etc., die du schon angesprochen hast, vor dem Hintergrund, dass das jetzt auch als Trend erlebt wird von vielen und hier dann auch die Sorge eben besteht, dass sich jemand nachher umoperieren lässt. Aber vielleicht noch nicht mal unbedingt, ich weiß nicht, vielleicht kannst du was dazu sagen, vielleicht noch nicht mal so unbedingt deswegen, dass sich jemand umoperieren lassen möchte, sondern dass sich jemand im jungen Alter umoperieren lässt, um dann später festzustellen, nee, wollte ich eigentlich doch nicht oder war doch die falsche Entscheidung in Anführungsstrichen, weil ich könnte mir vorstellen, dass das die Hauptsorge von vielen ist, eher, dass es hin und her geht. Genau, das ist auch total verständlich und deswegen ist es auch so wichtig, dass keine vorschnellen Entscheidungen getroffen werden, ne? Also, dass man Raum gibt für Überlegungen, Raum gibt für verschiedene Arten, sich zu erleben, geschlechtlich anders zu erleben, indem man sich vielleicht mal anders anzieht, anders benimmt, indem der Wahl der Geschlechtspartner, dass man da Raum gibt, aber eben keine finalen Begrenzungen und Entscheidungen trifft, weil es gehört nun mal zu diesem Alter dazu, dass man sich ausprobiert, dass man sich erlebt, aber eben und auch schon auch den Jugendlichen ernst nimmt in seinem jeweiligen sich empfinden und sich erleben, nicht das belächelt oder von vornherein sagt, ach, das ist ja nur eine Phase, sondern sagt, okay, ich weiß nicht, ob es nur eine Phase ist, wir gucken uns das jetzt mal an, ich nehme dich ernst, nehme dich auch ernst in dem, wie du angesprochen werden möchtest und es kann durchaus sein, ich habe beide schon erlebt in meinem Laufe meiner therapeutischen Behandlungen, dass Jugendliche nach einer Zeit sich überlegen, ach, das war tatsächlich nur eine Phase, jetzt bin ich mir wieder sicher, ich bin in meinem Geschlecht angekommen. Oder aber auch zu sagen, nee, das ist tatsächlich etwas, was darüber hinausgeht, über diese Jugendphase und durchaus auch in meinen 20ern mich noch belastet, wo der Leidensdruck dann doch so groß ist, in einem falschen Geschlecht zum Beispiel zu sein. Aber das wird sich zeigen. Das ist eine Sache der Zeit und nicht eine Sache weder der Eltern noch von mir als Therapeutin, das zu begrenzen, sondern gedanklich den Raum zu lassen, die Zeit zu geben und dann dem Jugendlichen oder dann jungen Erwachsenen zu begleiten, in welche Richtung auch immer er geht, ohne natürlich jetzt vorschnell finale Medikation oder geschweige denn Operation im minderjährigen Alter zu unterstützen. Also das sehe ich sicherlich auch als Gefahr. Der dritte Aspekt, den ich aufgreifen wollte, ist das Thema Redeangst. Denn ich hatte irgendwann mal eine statistische Zahl dazu gelesen, dass es in Deutschland auf Platz 1 steht. Ich finde das sehr erstaunlich, dass es doch so stark ausgeprägt ist. Vielleicht hast du hierzu auch Erfahrungen, die du mit uns teilen magst. Ja, Redeangst begegnet mir auch täglich in der Psychotherapie, weil ja natürlich die meisten sind Schüler und sie haben oftmals die Herausforderung, sich mündlich zu beteiligen oder Referate zu halten. Und gerade schüchterne, sozial ängstliche oder überhaupt ängstliche Jugendliche,
die verbauen sich ganz oft die gute mündliche Note, weil sie sich eben in diese Ängste vor Bewertung wahnsinnig reinsteigern. Und das würde ich fast sagen, ist bei 70% meiner Patienten der Fall tatsächlich. Und da ist ganz stark der Fokus auf unsere Arbeit auch zu erkennen, dass diese sozialen Ängste, die Ängste vor Bewertung in vielen Fällen ja eine Illusion sind, weil sie ja aus einem egozentrischen Weltbild herausgehen und irgendwie den Glauben schaffen, dass die ganze Welt nur auf denjenigen schaut und sich nichts anderes überlegt, als wie der aussieht, was der redet. Und da ist es so ganz heilsam für viele, diese Übungen zu machen und zu erkennen. Oder wenn man dann halt auch ein Referat hält, den Fokus zum Beispiel zu richten auf, wow, der eine guckt in sein Handy, der dritte unterhält sich mit der Nachbarin und der vierte ist fast eingeschlafen. Die Welt interessiert sich eigentlich gar nicht für mich. Ob was ich rede, wie ich aussehe, ist so sekundär, weil die meisten Leute mit sich selber beschäftigt sind. Und das ist vielen, die so in diesen sozialen oder Redeängsten stecken, gar nicht bewusst. Sie denken halt, ich bin der Nabel der Welt, im negativen Sinne jetzt gesehen, ne? Und wenn man das mal so erarbeitet mit denen, dann fällt vielen ein Riesenstein vom Herzen. Absolut. Das eine ist, wie erlebe ich das und hier den Perspektivwechsel sozusagen ein Stück weit auch vorzunehmen. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch mit der Brille drauf schauen, was können wir dann tun? Was können wir tun als Weiterbildner, Lehrer, Eltern, Freunde und so weiter? Vielleicht auch mal aus dieser Perspektive. Vielleicht hast du da auch noch so den einen oder anderen Gedanken, den du uns mit uns teilen magst. Also erstmal, du hast ja vorher noch angesprochen, Redeangst ist fast Nummer eins der Ängste der Menschen. Es ist eben auch nachvollziehbar. Ich denke, fast die wenigsten werden als Rampensau geboren. Es ist ja auch nachvollziehbar, wenn ich von der Gruppe stehe, dann mache ich mich ein Stück weit auch angreifbar, dann bin ich sichtbar, dann gehe ich sozusagen aus dem Schutz der Gruppe raus und bin im Rampenlicht und verlasse die Gruppe. Das heißt, es triggert auch eine Urangst, nicht dazuzugehören. Wenn ich bewertet, negativ bewertet werde, abgelehnt werde, dann kann ich im schlimmsten Fall mein Überleben nicht mehr sichern. Das ist eine nachvollziehbare Angst, die fast schon archaisch ist und deswegen haben sie auch so viele Menschen. Und ich bei mir in der Praxis gehe damit so um, dass ich den Patienten auch sage, ich kenne diese Angst oder diese Ängste, ich hatte die auch. Ich kenne das, wie das ist, wenn man rot anläuft, wenn man schüchtern ist, wenn das Herz rast in so Vorstellungsrunden. Damals in der Klinik zum Beispiel mussten wir unsere Fälle vorstellen vor Oberärzten, vor Chefärzten. Noch ganz direkt frisch aus dem Studium mussten wir dann in Fallanalysen gehen. Da hat mir das Herz auch bis zum Hals gepocht. Und das erzähle ich immer meinen Patienten. Und dann sind die ganz erleichtert, dass die sagen, okay, wow, das ist ja eigentlich ganz normal. Sogar die Miriam als Psychotherapeutin kennt diese Ängste. Und jetzt kommt eben der große Trick, was heißt Trick? Also der nächste Punkt ist immer, dass ich die Angstkurve erkläre, die ja eigentlich eine verhaltenstherapeutische Intervention ist. Sich einfach mal bewusst zu machen mit so einer XY-Achse, die Erwartungsangst, das heißt die Angst, die ich vor einer Konfrontation, vor einer Rede, vor einem Auftritt habe, die ist immer unheimlich stark, die schnellt in die Höhe von 0 auf 100. Wenn ich links praktisch die Angst habe auf der Achse und rechts die Zeit, dann habe ich einen unheimlichen Angstanstieg in der Erwartung vor einer, wir nennen das Konfrontation, in dem Fall zum Beispiel Rede. Und wenn ich mich aber dann dieser Rede stelle, also das sprich durch die Angst durchgehe, dann mache ich die Erfahrung vielleicht nicht am Anfang. Da habe ich Adrenalin, da schlägt mir das Herz bis zum Hals. Da arbeitet mein Körper in einem Ausnahmezustand, dass man dann erstmal erkennt, okay, wow, ich erkenne das, ich sehe diese Symptome gerade bei mir, Herz rast, ich zittere, ich laufe vielleicht rot an. Wie bewerte ich diese Symptome jetzt? Bewerte ich diese Symptome als negativ oder bewerte ich diese Symptome in der Erkenntnis? Erwartungsangst, interessant, mein Körper arbeitet auf Hochtouren, stellt mir aber gleichzeitig auch ein wahnsinniges Potenzial zur Verfügung. Also wenn dann das Peak Performance State, ich kann unheimlich schnell denken, meine Durchblutung ist wahnsinnig stark, ich bin 100% in dem Moment jetzt, ich bin wach, ich habe rosige Wangen, ich bin unheimlich leistungsstark. Und der nächste Trick ist,
sich bewusst zu machen, dass die Zeit für mich arbeitet. Das heißt, je länger ich mich dieser Situation stelle, desto weniger wird die Angst. Das heißt, wir haben die Kurve, die dann im Laufe der Zeit irgendwann abnimmt. Sie nimmt nicht so schnell ab, wie die Angst angestiegen ist, aber sie nimmt ab. Es geht gar nicht anders. Wir nennen das Habituation, also Gewöhnung an Reize. Wenn ich ständig mein Lieblingsessen esse, dann hängt es mir irgendwann zum Hals raus. Also das heißt aber auch im Negativen, wenn ich mich ständig mit der Angst konfrontiere, wenn ich jeden Tag vor 10.000 Menschen spreche, dann werde ich nach 2 Monaten nicht mehr dieselbe Angst haben, spätestens wie an einem ersten, zweiten Tag oder viel schneller eben. Das heißt, dieses Bewusstwerden, wenn ich durch die Angst gehe, es ist am Anfang schlimm, es ist eine Challenge, aber es geht nicht anders. Um eine Angst zu überwinden, muss ich durch sie durchgehen. Und wenn ich mir die Angstkurve, also die Zeit bewusst mache, dass die für mich arbeitet, dann kann ich das viel leichter tatsächlich tun. Ja, großartig. Vielen, vielen lieben Dank. Und ich merke gerade für mich, dass das Thema Emotionen, insbesondere auch Ängste, hier total spannend ist und habe gerade die Lust entwickelt, als eines der nächsten Dachthemen irgendwann dann auch mal Emotionen und darunter dann gerne auch Ängste aufzugreifen, um uns das genauer anzuschauen, was passiert hier eigentlich. Denn wir hatten tatsächlich gestern auch eine Situation, wir waren ja auf der Heimreise von der Türkei nach Deutschland und haben dann an einer Raststätte angehalten. Geht es jetzt nicht um Redeangst, aber allgemein, was passiert eigentlich mit dem Körper? Und das möchte ich gerne aufgreifen, um eine Brücke zu schlagen zu meiner nächsten Frage. Und unser Sohn, 11 Jahre alt, Elias, war auf Toilette in der Raststätte alleine. Und irgendwie ist die Türklinke von innen, als er die Tür wieder aufmachen wollte, abgefallen und er kam nicht raus und er ist in Panik geraten. Und wir haben draußen gewartet und es lief Musik und es war leider nicht hörbar, dass er wahnsinnig offensichtlich geschrien hat. Und irgendwie ist es ihm dann gelungen, nach einer Weile diesen Türknauf wieder reinzubekommen und rauszukommen. Und er zitterte am gesamten Körper und die Tränen liefen. Und also war für ihn erstmal wirklich ein Riesenschock und natürlich erstmal kuscheln und so weiter und gucken, dass er wieder runterkommt. Und danach war es aber sehr, sehr spannend, dann eben darüber zu sprechen, was ist denn da jetzt eigentlich passiert und warum habe ich jetzt am ganzen Körper gezittert und eben auch ein paar Erklärungen mit an die Hand zu liefern. Und er fragte dann immer weiter nach und je besser er es verstanden hat, auch mit dem Adrenalinkick, den er da bekommt und so weiter, auf der einen Seite eben auch die Neugier zu entwickeln, was passiert da mit meinem Körper, und auf der anderen Seite eben auch zu gucken, okay, was kann ich beim nächsten Mal vielleicht anders oder welche möglichen Optionen habe ich denn auch, ne, an der Stelle, oder was wäre passiert, wenn ich nicht rausgekommen wäre und so weiter. Und das fand ich total spannend und damit möchte ich gerne überleiten zu dem Dachthema Reflexion, denn viele Beispiele, die du jetzt auch aufgegriffen hast, zeigen ja im Grunde genommen, dass es sehr, sehr intensiv um diese Reflexion auch geht. Also welche Rolle spielt Reflexion in diesem ganzen Zusammenhang, egal welches Thema wir jetzt im Grunde genommen aufgreifen würden? Ja, im Grunde, wie du eben schon gesagt hast, geht es wirklich darum, eine emotionale oder körperliche Reaktion im Nachhinein zu reflektieren, ne? Sich bewusst zu machen, wow, was ist denn da jetzt eigentlich passiert? Und das zu analysieren, zu reflektieren, gedanklich zu besprechen mit einer Bezugsperson, ob das jetzt Elternteil oder Therapeut ist. Und das nimmt dann oftmals den Schrecken und dieses sich erklären, dieses sich logisch. Und weil wir suchen ja immer nach Kontrolle, nach Halt. Und oftmals sind so Angstsituationen, wie jetzt auch dein Sohn das erlebt hat, ja ein Anzeichen von Kontrollverlust. Also er hatte in dem Moment, denke ich mal, auf der Toilette die existenzielle Angst, die dann auch diesen Adrenalinstoß verursacht hat. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich werde hier vielleicht schlimmstenfalls vergessen. Keiner wird mir helfen. Ich bin auf mich allein gestellt. Ich kann es nicht mehr kontrollieren. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Ich weiß, ich habe keine Alternative jetzt mehr. Und dieses Gefühl von Ohnmacht und Kontrollverlust eben so furchtbar erlebt wird. Und das haben wir ja im noch schlimmeren Sinn, in wirklich traumatischen Erfahrungen. Man könnte sagen, es ist jetzt eine Mini-Trauma-Erfahrung für deinen Sohn gewesen.
Letztendlich, weiß nicht, ob du das dann bestimmt auch so gemacht hast, er hat dann unheimlich letztendlich ja doch die Nerven bewahrt und hat sich selber befreit aus dieser Situation und ist damit ja dann am Ende gestärkt hervorgegangen. Das heißt, letztendlich hat er die Referenzerfahrung gesammelt. Ich habe mich selber aus einer Situation, die für mich unheimlich bedrohlich war, aber am Ende doch befreien können. Das heißt, ich habe eine Lösung herbeigeführt. Ich bin nicht gestorben, ich bin nicht vergessen worden, es hat ein gutes Ende genommen. Das ist ja schon mal eine gute Message, die man ihm geben kann. Die nächste Message wäre, wie du auch schon angedeutet hast, wirklich in das Worst-Case-Denken zu gehen. Was wäre denn passiert, wenn ich mich hätte nicht selbst befreien können. Wäre ich dann vergessen worden, wäre ich dann verhungert, verdurstet, ich sag jetzt mal in Extremsituationen, ne? Und dann mit deinem Sohn durchzugehen, nee, dann hätten wir dich ja vermisst, dann hätten wir dich gesucht, dann wären wir auf die Idee gekommen, du bist auf der Toilette gewesen, dann hätten wir Helfer geholt, die hätten dich da rausgeholt. Auch da wirklich das Kind A, auch ernst zu nehmen in seinen Ängsten und B, bis zum Ende zu gehen und dann zu sagen, aber auch dann gibt es immer Lösungsangebote. Es ist dann nicht das Ende. Wir hätten dir geholfen, wir hätten dich rausgeholt. Aber umso schöner, dass du das selber geschafft hast. Du warst selbst wirksam, du hast selber eine Lösung gefunden. Und im Endeffekt würde ich sogar fast sagen, kann so eine Erfahrung dann auch für deinen Sohn psychisch stärkend wirken. Ja, großartig. Vielen, vielen lieben Dank. Das habe ich mit der Intensität mit Sicherheit nicht gemacht, aber das kann ich ja heute dann noch nachholen. Von daher finde ich das wunderbar, diesen Tipp an dieser Stelle auch, den ich direkt im eigenen Leben sozusagen auch in die Umsetzung überführen kann. Finde ich mega wichtig, super und danke für diesen Hinweis an der Stelle. Und ja, und das zeigt, dass wir im Grunde genommen immer wieder in vielen Situationen einfach ganz unterschiedliche Aspekte haben und dass es wichtig ist, immer wieder auch ja, präventiv sozusagen zu schauen und auch in der Situation dann eben in die Reflexion zu gehen, zu gucken, zu analysieren und dann anschließend erst eine Bewertung vorzunehmen oder auch Entscheidungen daraus abzuleiten, Veränderungen vielleicht zu initiieren. Und von daher finde ich das großartig, wie das hier so eine Art Zusammenspiel aus verschiedenen Aspekten und Perspektiven ist. Und vielleicht magst du noch abschließend auch noch mal ein paar weitere methodische oder technische Hacks mit an die Hand geben aus den verschiedenen Bereichen Kopf, Körper, Umfeld und Zukunft, dass wir hier vielleicht noch mal so ein paar Tipps mitgeben können. Du hattest ja schon ein paar tolle Beispiele aufgegriffen wie mit den Knöpfen und fändest du super. Ich weiß nicht, entscheide gerne selbst, je nachdem, wie lang das ist, was du aufgreifen möchtest, ob du da irgendwie drei oder fünf erwähnen möchtest, dass wir da einfach noch mal drauf blicken können und jeder für sich was mitnehmen kann. Oh, das ist schwer, ne? Aus der Fülle von Techniken, was jetzt zu bringen. Ich würde mal, also erstmal, also einer meiner absoluten Lieblingstechniken, ganz spontan, die ich auch mit fast jedem Patienten mache, weil ja viele auch so in Gedankenschleifen immer stecken bleiben und sich dann auch dann nicht rauskommen aus diesem negativen Grübeln. So meine Gedankenstopptechnik, eine klassische verhaltenstherapeutische Technik, Gedankenstopp, dass wir uns wirklich sagen, es hilft ja immer nichts, sich zu sagen, hör auf, schlechte Gedanken reinzugeben, hör auf zu grübeln, sondern ich muss meinem Kopf ein alternatives Bild geben, an das ich anstelle de dessen denken kann. Und das kombinieren wir immer ganz gerne mit akustischen Signalen, sodass sie wirklich auch unterbewusst rausgehen aus den Grübelschleifen. Und dann lasse ich die Patienten immer auswählen, wollt ihr klatschen, wollt ihr stampfen, wollt ihr schnipsen und sagt dann dazu noch laut Stopp. Also angenommen, ich hänge in einem negativen Gedankenkarussell und dann klatsche ich in die Hände und sage Stopp und wähle mir anstelle dessen ein positives Mindset, also ein positives Bild. Und weil ja eben viele Jugendliche oft am Computer und Handy sind, verbinde ich das ganz gern mit dem Bildschirm. Ich sag also, stellt euch vor, auf eurem inneren Bildschirm läuft immer dieser Horrorfilm ab. Ihr wollt ihn aber nicht mehr sehen. Ihr habt keinen Bock mehr auf dieses ätzende Bild. Und dann gebt einfach oben in eure Leiste eine andere Website ein. Nämlich eine Website von einem Film oder von der Serie, die euch gut draufbringt, die euch zum Lachen bringt. Eine Komödie, ein Liebesfilm, was weiß ich. Und dann macht ihr euch diese neue Website auf. Das heißt, ihr markiert mit der Maus dieses negative Horrorbild.
sieht es ganz klein, schrumpft es klein und geht nach dem Stoppsignal auf diese gewünschte neue Website und die zieht ihr euch groß über den ganzen Bildschirm und dann geht ihr da rein in dieses neue Bild. Das kann sein, dass die Patienten ein reales Erlebnis aus der Vergangenheit hatten, wo sie sich mal richtig wohl gefühlt hatten. Ich hatte zum Beispiel eine Patientin, die hatte erzählt, wie sie das erste Mal ihren Hundewelpen kennengelernt hat. Und dann hat sie beschrieben, wie war das denn? Was habe ich gesehen? Was habe ich gefühlt? Was habe ich gerochen? Was habe ich geschmeckt? Wie hat sich das Haar von dem kleinen Welpen angefühlt? Wie hat das Ziepen, das Bellen sich angefühlt? Wie hat der kleine Welpe gerochen? Und schon war sie in einem riesen breiten Grinsen auf ihrem Gesicht, hatte strahlende Augen und war weg von der negativen Emotion. Weil letztendlich ist das der Trick. Wir können unsere Emotionen nicht direkt beeinflussen. Wir können aber, auch wenn es etwas Anstrengung bedarf, unsere Bilder, unsere Kognitionen beeinflussen. Es bedarf etwas Übung. Aber mit diesen Techniken, Zoom-Technik, Bildschirmtechnik und dieser klatsch-auditive Unterbrechungstechnik, können wir bewusst positive Bilder und Gedanken wählen. Und immer wenn ich dann wieder zu dem Negativen zurückgezogen werde, dann sage ich wieder Stopp und gehe wieder mit auf meiner Maus auf einen anderen Bildschirm, zoome mir das wieder groß und gehe wieder mit allen 5 Sinnen rein in dieses positive Erlebnis. Und dann mache ich die Erfahrung, wow, ich habe ja doch ein Stück weit Kontrolle über meine Emotionen, indem ich eben die Bilder und die Gedanken kontrollieren kann, die ich in meinem Kopf groß mache. Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, da waren einige Aspekte mit dabei, die der eine oder andere hier im Raum dann tatsächlich auch für sich mal aufgreifen und ausprobieren kann. Und vor allen Dingen auch mal zu gucken, wie fühlt es sich für mich an. Das ist auch gerade bei Methoden, Techniken und so weiter häufig der Fall, dass es eben Aspekte gibt, die uns vielleicht nicht zu mir passen, aber dafür eine andere Technik umso mehr. Also von daher hier auch sich tatsächlich mal zu trauen, das eine oder andere einfach auszuprobieren und zu schauen, wie fühlt es sich an und mag ich das vielleicht auch regelmäßiger für mich einfach mal einsetzen an der Stelle. Mit Blick auf die Zeit, liebe Miriam, würde ich gerne so langsam ins Abrunden unseres Gespräches dann kommen wollen. Zum einen möchte ich dich dafür nochmal fragen, also bevor wir dann die Handzeichen aufmachen, so meinte ich das, weil wir haben ja noch dann noch Zeit, um wirklich auch Fragen zu beantworten, sofern denn Fragen da sind, die auch aufzugreifen. Und jetzt aber nochmal zu schauen, zum einen, gibt es denn Aspekte, die ich noch, nach denen ich nicht gefragt habe, die du aber total wichtig findest in diesem Kontext deines Buches, wo du sagst, das sollten wir nochmal unbedingt angesprochen haben, dann hättest du jetzt auch nochmal die Gelegenheit dazu. Es gibt so viele Aspekte, die wir noch nicht angesprochen haben. Also, die Psyche ist ein unendliches, spannendes Feld. Die Abgründe der Psyche oder die negativen Seiten leider eben auch. Ich persönlich finde, es gibt ja nichts Spannenderes als unsere Psyche, als unsere Gefühle. Ich könnte da wirklich stundenlang drüber reden. Von daher kann ich gar nicht sagen, wir haben natürlich so, so viele Dinge noch nicht angesprochen. Ob das jetzt das Thema Perfektionismuswahn ist oder das Thema Mobbing, Cybermobbing oder das Thema, dass ich nicht mehr unterschätzt werde, dass ich mich von anderen Menschen nicht unterkriegen lasse, dass ich den Mut habe, zu mir selber zu stehen, zu meinen Wünschen, Träumen zu realisieren. Wie schaffe ich es denn überhaupt, groß zu denken, ein Mindset zu entwickeln, indem ich einfach wirklich Think Big groß mache? Es gibt ja so tolle Methoden und Techniken auch aus der Hypnotherapie, die unheimlich viel so uns in dieses Visualisieren mit reinnehmen, in dieses Imaginieren mit reinnehmen. Ich habe eigentlich auch aus diesem Grund, um auch einfach viel mehr Menschen zu erreichen, also man muss dazu sagen, ich kriege jeden Tag wieder neue Anfragen für Psychotherapieplätze und ich muss so vielen Menschen leider, leider immer wieder Absagen erteilen. Ich habe auch schon jetzt mehrere Kollegen mit eingestellt, wir sind alle so voll und aus diesem Grund habe ich überlegt, wie kann ich denn einfach mehrere Leute erreichen mit meinen Techniken in derselben Zeit und weil wir jetzt wirklich ab Ende November biete ich erstmalig in Frankfurt am Main Workshops an, die so ein bisschen auf meinem Buch basieren, also diese ganzen Techniken, die ich da zusammengesammelt habe.
und möchte das gern so in 1-2 Tages-Workshops jungen Menschen oder überhaupt, aber auch allen, auch älteren Menschen zur Verfügung stellen, weil es ja eines ist, diese Dinge zu lesen. Eine andere Sache ist, wirklich in die Umsetzung zu kommen. Und das mache ich ja mit meinen Patienten in der Therapie, dass wir nicht nur, dass sie wirklich diese Techniken einüben, dass sie die ausprobieren. Und das würde ich eben auch in meinen Workshops anbieten, sodass ich so kleinere Gruppen habe und wir erstmal überlegen, ne, ein bisschen psychischen Background-Informationen, aber dann auch gleich ganz in die praktische Umsetzung der Techniken gehe, die Techniken vorstelle und den Leuten einfach die Möglichkeit gebe, in der Gruppe therapeutisch begleitet oder coachingmäßig begleitet, diese Techniken anzuwenden und zu erleben, wie einfach und teilweise wirklich bahnbrechend, lebensverändernd das sein kann. Das macht ja auch Spaß, das wirklich in der Praxis zu machen. Und da habe ich dann auf einen Schlag bei 20, 30 Leuten die Möglichkeit, das einfach mal zu zeigen. Diese vielen, vielen tollen Techniken, die wir aus Psychotherapie und Coaching kennen. Und eben auch psychotherapeutisch, nicht nur aus der tiefen Psychologie, sondern auch aus der Verhaltenstherapie, aus der Hypnotherapie, aus der Traumatherapie. Ich bin ein Fan von der Kombination Best of von jeder Richtung, von jeder Fachrichtung, einfach das rauszunehmen und den Leuten das zu zeigen, was sie jetzt gerade brauchen. Und ich finde, das kann man halt einfach fantastisch in solchen lebendigen Workshops machen. Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank. Das heißt, wer hier neugierig geworden ist und Lust auf mehr bekommen hat, unabhängig ob für sich selbst oder vielleicht auch ein Familienmitglied oder jemand aus dem Umfeld im jugendlichen Alter, gerne also einfach einmal das Buch bestellen. Mind is Magic von Miriam Hoff. Wer Lust und Zeit hat, hier tiefer einzusteigen oder als jemanden aus seinem Familienumfeld. Für Jugendliche habe ich verstanden, vernommen, dass diese Workshops im Moment dann angeboten werden, erstmalig ab November, dann gerne auch mit Miriam in den Kontakt zu treten. Miriam, vielleicht magst du noch mal was zur Zielgruppe sagen für die Workshops und vor allen Dingen, wenn unsere Zuhörer Fragen haben, Kontakt aufnehmen wollen oder ähnliches, wie du am besten erreichbar bist für sie. Ja, also die Zielgruppe ist nicht nur Jugendliche tatsächlich. Ich würde das schon, möchte die Workshops generell auch für Erwachsene anbieten. Würde dann einfach schauen, dass ich so ein bisschen altershomogen auch verteile, ne, dass die Jugendlichen sich wohlfühlen, dass die jungen Erwachsenen sich wohlfühlen, dass die älteren Erwachsenen sich wohlfühlen, wobei das ja auch einfach manchmal schön ist, das zu durchmischen, also dass man eine gewisse Heterogenität hat. Ich muss mal schauen, aber also prinzipiell würde sich das an sämtliche Altersrichtungen wenden, weil diese Techniken sind ja, helfen einfach jedem, die gelten immer, egal ob man jetzt Kind, Jugendlicher oder Erwachsener ist und können, glaube ich, in jedem Lebenszeitpunkt immer weiterhelfen. Infos rund um die Workshops, rund um meine Person. Ich mache ja auch viel in den Medien. Ist auf miriam-hoff.com zu finden. Meine eigentliche Psychotherapie-Seite ist psychotherapie-hoff.de. Da haben wir auch immer mal wieder freie Plätze, zwar selten, aber aktuell hat jetzt eine neue Kollegin angefangen, die hat auch noch, glaube ich, mal 1-2 freie Plätze, aber es ist leider wirklich so, dass wir in den meisten Fällen lange Wartezeiten haben, aber genau, alles rund um zum Buch und zum Workshops ist eben auf miriam-hoff.com zu finden. Ja, großartig, vielen, vielen lieben Dank, liebe Miriam. Wir haben jetzt noch etwas Zeit und diese Zeit möchte ich gerne nutzen, tatsächlich jetzt auch nochmal die Handzeichen auf Clubhouse aufzumachen und zu gucken, ob es dann eben auch Fragen gibt oder Wortbeiträge und die mit zu berücksichtigen. Ansonsten können wir gerne unser Gespräch oder das Interview sozusagen fortsetzen an der Stelle, denn Fragen gibt es, denke ich, genug und Beispiele für Techniken auch. Zeit verfliegt wahnsinnig, also von daher, aber ich möchte auf jeden Fall unseren Zuhörern die Möglichkeit geben, auch gerne hier mit dazuzukommen und eben auch selbst eine Frage oder Gedanken oder Ähnliches mit einzubringen. Deswegen habe ich jetzt die Handzeichen auf Clubhouse aufgemacht, nochmal kurz als Hinweis. Ihr seid grundsätzlich herzlich eingeladen, mit dazuzukommen und eine Frage oder einen Gedanken mit uns zu teilen oder gerne auch direkt an Miriam zu richten. Und wir haben ein paar technische Hinweise. Einmal, wir zeichnen das Interview auf, das wird dann im Nachgang auch veröffentlicht.
veröffentlicht. Das heißt, wer mit dazu kommt, ist automatisch damit einverstanden, dass es veröffentlicht wird. Dann haben wir drei kleine Raumregeln. Einmal ein Profilfoto, auf dem ihr zu erkennen seid, Vor- und Nachnamen und mindestens einen Satz in der Bio. Und wer das nicht möchte, kann gerne auch den Chat gerade noch nutzen. Ich gucke auch gleich rein. Ich habe schon gesehen, dass da Nachrichten drin sind, sodass wir das eine oder andere eben hier auch nochmal aufgreifen können, wenn ihr nicht auf die Bühne kommen wollt. Und dann nochmal der Hinweis für die, die auf LinkedIn vielleicht vorhin noch nicht mit dabei waren, sich später dazu geschaltet haben. Wir haben zwar eine Live-Übertragung auch parallel auf LinkedIn laufen, sodass ihr zuhören könnt über LinkedIn. Allerdings ist es technisch nur möglich, in die eine Richtung zu streamen, den Ton aber nicht rückwärts. Also ihr würdet dann nicht gehört werden. Insofern ist das Handzeichen jetzt sozusagen ausschließlich geöffnet auf Clubhouse. Wenn jetzt auf LinkedIn jemand zuhören sollte, der sagt, ach, ich möchte aber auch unbedingt eine Frage stellen, dann gerne den Link unter den Kommentaren, unter dem Event sozusagen, da war das noch mit promoted, zu Clubhouse, einfach nutzen, rüber switchen und hier gerne die Zeit noch nutzen, in ein paar Minuten, die Handzeichen dann offen sind, auch noch die Frage oder den Gedanken mit reinzubringen. Dann haben wir nochmal, schauen wir mal in den Chat rein. Und zwar hatte Petra eine Frage mit reingegeben. Wo hat die Redeangst ihren Ursprung? Wann kippt das? In welchem Alter? Denn als Baby gibt es nach meiner Beobachtung diese Redeangst nicht. Braucht es immer einen Auslöser, dass die Angst auftaucht? Und da kannst du vielleicht nochmal genauer drauf eingehen, liebe Miriam. Ja, es ist, denke ich, ganz wichtig, dass man den Kindern ganz früh schon die Möglichkeit gibt, immer mal wieder auf der Bühne zu stehen, ne? Immer wieder auch dann als Eltern ganz bewusst den Kindern lange zuhört, dass die Kinder das Gefühl haben, ich werde gesehen, das, was ich rede, wird positiv bemerkt. Je mehr die Kinder diese Chance haben im jungen Alter, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass sie die Redeangst entwickeln. Oder wenn das zum Beispiel auch im Sport ist, dass man dass man vor einer Jury steht. Wenn man das gar nicht anders kennt, dann ist eben diese Situation später auch nicht so als Trigger da, dass mich Leute negativ bewerten können. Wann taucht die oftmals auf? Ich erlebe das leider eben in der Schule, in Schulsituationen, im Grundschulalter so, dass die Schüler die Erfahrung machen, ich habe was geredet, da haben welche drüber gelacht, da wurde gelästert, und dann, oder der Lehrer hat mich blöd, mir eine blöde Kritik gegeben, und daraufhin bilden sich dann solche Ängste aus in der Schule. Und wenn ich mich dann eben zurückziehe und eben nicht weiter positive Referenzerfahrungen sammle, indem ich mich weiter diesen redend aussetze, dann habe ich eben keine Chance, dieses negative Erlebnis sozusagen zu regulieren für mich, sondern bleibe in dieser Angst drin und in der Passivität. Also das heißt wirklich ganz früh immer wieder konfrontieren mit Redesituationen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Angst entwickle, viel geringer. Und wenn ich negative Erlebnisse habe, auch als Kind in der Grundschule, als Eltern das Kind zu ermutigen, okay, jetzt hat der Lehrer vielleicht was Doofes gesagt oder die haben gelacht, mach's weiter, du wirst sehen, beim nächsten Mal lacht keiner mehr, und je öfter du das machst, desto mehr positive Erfahrungen sammelst du, und dann hat die Angst irgendwann keine Chance mehr. Ja, wunderbar, vielen, vielen lieben Dank, und gerade diese positiven Erfahrungen, also diese Referenzerfahrungen, die du angesprochen hast, das heißt, wenn ich was Negatives erlebt habe, macht es ja durchaus dann eben Sinn, tatsächlich zu schauen, sicherzustellen, positive Erfahrungen auch zu sammeln, um sozusagen diese Erfahrung, die ich da einst gemacht habe, auch so schnell wie möglich wieder zu überlagern, so dass wahrscheinlich diese Angst gar nicht erst größer wird und zu einem Monster in sich in meinem Kopf entwickelt, oder, Miriam? Ja, ganz genau, ne? Also praktisch positive Erfahrungen, die killen dann diese negativen Erfahrungen. Wenn ich also eine negative Erfahrung gemacht habe und danach trotzdem wieder reingehe, ob das jetzt eben Redeangst ist oder andere Ängste, und dann immer wieder die Erfahrung mache, boah, ich werde ja nicht erschlagen, ich überlebe das oder gehe sogar noch positiv raus mit der Erfahrung, dann wird irgendwann diese Angst, die negative Erfahrung ausradiert und überschrieben. Das ist eigentlich das Rezept dafür. Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank.
Ja, und bei unseren Räumen auf Clubhouse stellen wir immer wieder fest, dass es völlig wurscht ist, welches Thema wir aufgreifen. Wir kommen immer wieder an den Punkt raus. Als Ergebnis, eine der Ergebnisgrößen für uns als Erkenntnis ist, dass die Basis von all dem bei allen Themen irgendwie das Fundament bildet, die Bildung. Also Bildung verstanden als selbstbestimmtes Leben zu gestalten. Aber was bedeutet das eigentlich? Das muss ja erst in eine Art Befähigung, Begleitung erfolgen, um feststellen zu können, wer bin ich, was will ich und wo will ich hin? Und da, um dann letztendlich daraus eben eine Selbstwirksamkeit abzuleiten, herzustellen und eine Lebenstüchtigkeit natürlich in diesem Zusammenhang auch. Und insofern finde ich es total spannend, gerade auch im Kontext der Reflexion als Dachthema, was wir ja haben, dass wir das natürlich hier ein Stück weit auch sehr, sehr stark feststellen. Und gerade die ganzen Beispiele, die du aufgegriffen hast, zeigen ja auch, wie wichtig eben diese Selbstwirksamkeit auch die Erfahrung zu machen, dass ich selbstwirksam sein kann. Also dass das eben auch stärkt auf der einen Seite. Dann hatten wir das mit dem Beispiel, was ich vorhin aufgegriffen habe mit dem Elias, wo du gesagt hast, da vielleicht auch nochmal betonen und aufzeigen, ne? Also auch hier, also wir kommen immer wieder auf diesen Aspekt hinaus. Und insofern vielleicht abschließend nochmal auch von meiner Seite die Frage, wie ist das denn auch in Schule als Eltern und so weiter? Wir können ja hier auch gesellschaftlich nochmal drauf schauen, ne? Also das eine ist ja, ich kann selbst in die Selbstwirksamkeit kommen, und das andere ist, wie agiere ich dann vielleicht auch aus der gesellschaftlichen Perspektive betrachtet, eben als Vorbilder, als Personen, die vielleicht hier auch Einfluss darauf nehmen können, wie Kinder und Jugendliche sich auch selbst wahrnehmen, fühlen und in die Selbstwirksamkeit reinkommen. Vielleicht magst du dazu noch mal was sagen, Miriam. Ja, also das Stichwort Modelllernen natürlich. Wir als Eltern oder überhaupt in der Gesellschaft sollten ja eigentlich jungen Menschen vorleben, auch wenn wir in der Krise sind, ob das jetzt eine politische oder irgendwie in der Zukunft, dass wir sagen, wir können mit diesen Krisen umgehen, wir sind bewahren die Zuversicht, wir machen in unserem kleinen Mikrokosmos das, was wir eben machen können. Und wenn die Kinder sehen, dass wir uns eben nicht einschüchtern lassen, klar hat jeder auch mal einen schlechten Tag oder ist auch mal traurig als Eltern, das ist ja auch authentisch, aber ich glaube, wichtig ist, dass man nach so einem Tief, nach einer Traurigkeit sich wieder aufrappelt und die Ärmel hochkrempelt und sagt, okay, weiter geht's. Ich habe jetzt zwar einen Schlag bekommen, aber ich lasse mich nicht unterkriegen. Ob das eine Krankheit ist oder beruflicher Einbruch. Teilweise gibt es natürlich furchtbare Dinge, schlimme Krankheiten, die man einfach nicht so überwinden kann, um Himmels Willen, ne? Aber ich sag mal jetzt so das alltägliche Krisen, dass wir dann als Beispiel vorangehen. Nicht, dass wir immer stark sind, aber dass wir Schwäche zeigen dürfen und trotzdem sagen, obwohl es mich echt mit den Boden unter den Füßen weggerissen hat, ich mache trotzdem weiter. Ich glaube, das ist einfach auch eine ganz, ganz tolle Botschaft, die wir als Kind für die Kinder und die Jugendlichen, dass wir denen das geben können, indem wir einfach sagen, ich bin Mensch, ich habe auch traurige Phasen, aber ich lasse mich einfach nicht unterkriegen. Und auch als kleines Beispiel, dass man auch Kindern in diese Selbstwirksamkeit als einerseits vorlebt, andererseits aber auch die Möglichkeit gibt, selber aktiv zu werden. Ich hatte zum Beispiel ein Beispiel bei mir in der Schule von meiner Tochter, als das mit der Ukraine so furchtbar war, haben die dann eben als Klasse sich überlegt, wir machen jetzt eine Spendenaktion, wir backen alle Kuchen und verkaufen den an der Schule, und das eingesammelte Geld haben die dann zusammen mit der Klassenlehrerin, die auch aus der Ukraine kam, zufälligerweise, haben sie dann zusammen Spielzeuge gekauft und gesammelt und dann an eine Stelle zusammengefahren als Gemeinschaftsaktivität und haben dann das Gefühl gehabt, wow, wir können was tun. Wir haben wirklich mit unseren kleinen Möglichkeiten etwas getan, ein Produkt erschaffen, dann Geld gesammelt, etwas gekauft und das den Kindern geschickt. Und dann kamen nachher die Fotos der Kinder, die das bekommen haben, eben weil wir den persönlichen Kontakt hatten. Und das war so wirklich gelebte Selbstwirksamkeit und es war für alle einfach ein wunderschönes Erlebnis. Ja, großartig, kann ich mir vorstellen. Wir haben noch eine weitere Frage. Ismail schreibt im Chat, wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Wie können wir weniger beeinflussbar von Bewertungen werden? Gibt es bestimmte Techniken? Ja, das kommt ja mal ein bisschen drauf an, sich selber von Leistungen, ja, dass man sich einfach immer wieder bewusst macht, wow, ich bin eigentlich Mensch, ich bin gut so, wie ich bin, egal was ich leiste. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges
wichtige Message, die wir den Kindern geben sollten. Also das fängt ja schon ganz früh an, dass wir an uns arbeiten, überlegen, okay, habe ich jetzt die Erwartungen an mein Kind, ob das jetzt eben Leistungserwartungen sind, ne, oder optische Erwartungen, projiziere ich da meine eigenen Vorstellungen oder realisiere ich, okay, mein Kind ist vielleicht ganz anders, es hat vielleicht gar keine Lust, Fußball zu spielen oder ist eben nicht super in Mathe, hat dafür aber andere Vorteile oder andere Kompetenzen oder Interessen oder was heißt Vorteile, ne? Also ich sag mal, sich einfach bewusst zu machen, dass ich sowohl die gesellschaftlichen als auch meine Erwartungen nicht auf mein Kind projiziere, sondern da eine Distanz lasse und überlege, das ist ein eigenständiger Mensch mit eigenständigen kleinen Persönlichkeitsmerkmalen und es hat erstmal mit mir als Eltern nichts zu tun. Sich wirklich davon frei zu machen. Auch, ne, oftmals hat man ja unbewusst eigene Erwartungen, die man auf die Kinder projiziert. Und das ist, glaube ich, schon mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt, eine Erkenntnis. Nein, das kann ganz anders sein als ich. Und das ist gut so, dass es anders ist. Und dann seine Andersartigkeit auch zu akzeptieren und anzuerkennen. Das hört sich leichter an, als es ist. Und ich glaube, es ist so wichtig, sich das bewusst zu machen, dass jeder gut und toll ist, so wie er ist, unabhängig von meinen Erwartungen, unabhängig von gesellschaftlichen Erwartungen. Hört sich banal an, aber ich glaube, es ist doch gar nicht mal schlecht, wenn man sich das immer mal wieder als Eltern bewusst macht. Ja, absolut. Und eine der größten Herausforderungen, vor allem, weil unser Gehirn ja darauf gepolt ist, du hattest es ja vorhin schon angesprochen, im Grunde genommen eben den Fokus auf diese negativen Ereignisse zu lenken. Das heißt, wir sind viel schneller, viel intensiver damit beschäftigt, diese Dinge auch aufzugreifen und die schönen Dinge des Tages vielleicht auch viel zu schnell wieder zur Seite zu packen, weil unser Gehirn einfach darauf ausgerichtet ist, sozusagen immer wieder zu schauen, was stellt eine Bedrohung für uns dar, was sichert unsere Existenz. Und das, was positiv ist, hat keine große Relevanz erstmal für das Gehirn, weil es ja immer wieder um die Existenzsicherung geht an der Stelle. Deswegen wird dieses, was ich negativ erlebe, sozusagen auch viel intensiver wahrgenommen, viel intensiver gesehen. Und du hattest vorhin dieses Beispiel auch mit dieser Fokusverschiebung sozusagen aufgegriffen als Technik, was eben auch total wichtig ist, hier immer wieder auch in das, also einmal das Bewusstsein überhaupt zu erlangen, dass ich hier selbstwirksam sein kann, dass ich da mit arbeiten kann, dass es eben auch auf der einen Seite etwas Training bedarf. Und je mehr ich das eben auch übe, dass ich da darin auch immer besser werde und damit dann sozusagen auch, dass auch mein Erleben ein Stück weit auch beeinflussen kann und auch dem Ganzen eine Wendung geben kann. Und das finde ich ganz, ganz spannend, eben die Möglichkeit, tatsächlich hier selbst auch aktiv zu werden, um bestimmte Dinge, die ich erlebe, wahrnehme, begegne im Alltag, damit anders umzugehen. Und da sind wir wieder bei diesen Aspekten, die du eingangs gesagt hattest. Ich hatte mir notiert, es gibt verschiedene Hintergründe. Einmal haben wir den Aspekt, die Einflussfaktoren genetisch, Vorbild lernen, Resilienz. Und das Umfeld, das hier eine Rolle spielt. Ich hoffe, ich habe alle aufgezählt, die du gesagt hast. Sonst ergänzt das gerne nochmal. Den genetischen Aspekt, den kann ich wahrscheinlich nicht großartig beeinflussen, ne? Aber alle anderen Bereiche, da kann ich eben tatsächlich ein Stück weit gucken, wie gehe ich dann damit selbst auch um oder was lass ich zu oder was lasse ich nicht zu. Und hier spielt dann wieder die Reflexion eine wesentliche Rolle, um tatsächlich zu gucken, was habe ich übernommen von anderen, ohne das zu hinterfragen. Was gibt es an Möglichkeiten, um hier zum Beispiel auch Resilienz aufzubauen? Und wie wähle ich zum Beispiel auch mein Umfeld aus? Also sofern ich das eben beeinflussen kann. Und im Privaten kann ich das mal allemal an der Stelle. Miriam, magst du dazu noch mal kurz was sagen? Ja, das ist eben, wie wähle ich mein Umfeld aus? Ein ganz wichtiger Aspekt, der bei den Kindern leider, ja, was heißt leider, also die Kinder sind ja oftmals noch nicht so in der Lage, sich das Umfeld so ganz bewusst auszuwählen, weil sie ja in der Familie reingeboren werden erstmal. Aber je älter sie werden, desto reflektierter werden sie ja, oder vor allen Dingen bei uns im therapeutischen Prozess kann man das schön erarbeiten, wirklich zu gucken, wer tut mir denn gut, ne? Wem renne ich nur irgendeiner Clique hinterher, weil das gerade die In-Clique ist, oder sind das wirklich Leute, die mir gut tun? Sind das Freunde, die mir gut tun? Sind das Menschen, die mich eher nur entweder ausnutzen oder so, wann
so Energieräuber, die immer nur sich darstellen und ich muss immer nur zuhören? Oder kann ich mir nicht auch einfach Menschen aussuchen, die mir auch mal was zurückgeben, die mich auch mal sehen, die mich auch mal, wo ich auch einen Raum habe, wo ich nicht immer nur Zuschauer bin, sondern auch wichtig bin? Also das sind ja so Dinge, die man erarbeitet. Das sind ja aber auch so Erkenntnisprozesse, die man im Laufe des Lebens entweder mühsam und langwierig selber erlernt oder die man eben, ob das jetzt im elterlichen Gespräch ist oder im therapeutischen Gespräch, zu deren Erkenntnis man auch vielleicht dann schneller kommen kann mit ein bisschen Unterstützung. Und ich glaube schon, dass das soziale Umfeld mit der Key ist, mit so einem Schlüsselmoment ist für ein glückliches Leben. Und das kann man sich zumindest ab einem gewissen Alter ja doch bewusster wählen. Aber um überhaupt zu erkennen, wer oder was tut mir gut, ob das in der Beziehung ist oder im Freundeskreis oder auch im Job. Ich muss nicht im Job ausharren, wenn ich da mit Bauchschmerzen jeden Tag hingehe. Ich muss nicht in der Schulklasse ausharren, wenn ich da in die Ecke gestellt wurde und wenn eine Klassendynamik so entstanden ist, dass ich ein Opfer, ein Mobbing-Opfer geworden bin, wo ich dann wirklich mich Tag um Tag, Jahr um Jahr quäle, dann ist es wirklich an der Zeit zu sagen, ich kann hier aussteigen, ich kann bewusst die Klasse wechseln, die Schule wechseln, den Job wechseln, den Freundeskreis wechseln. Ich muss nicht passiv leiden. Und das ist auch einfach eine ganz tolle Erkenntnis, die man gewinnen kann, ob im therapeutischen Prozess oder in einem Coaching-Prozess, in einer Eigenreflexion, dass ich auch nicht nur Opfer meiner Umstände bin, sondern ein Stück weit Gestalter meines Lebens. Ich habe dieses eine Leben. Meine einzige Aufgabe ist, hier glücklich zu sein. Ich muss es niemandem recht machen. Ich muss mich keine Erwartungen von anderen erfüllen. Es geht hier in erster Linie einfach mal darum, bin ich glücklich? Und wenn ich glücklich bin, dann ist es auch mein Umfeld. Ja, großartig. Vielen, vielen lieben Dank. Und ja, mit Blick auf die Zeit möchte ich dir gerne noch mal die Gelegenheit geben, auch vielleicht eine Botschaft, also eine Message am Ende nochmal zu platzieren. Ich fand es großartig. Es waren viele, viele Impulse dabei, finde ich, aus denen wir einfach tatsächlich auch ganz viel schöpfen können, auch nachwirken lassen können. Für die, die heute vielleicht zum ersten Mal mit dabei sind, auch nochmal der Hinweis, das Ganze wird ja dann im Nachgang mit etwas Zeitversatz sozusagen auch im Podcast noch mit veröffentlicht. Hier auch gerne nochmal reinzuhören, um das eine oder andere eben aufzugreifen. Natürlich meint es Magic, das Buch einfach zu bestellen und sowohl für sich oder auch als Geschenk sozusagen zu nutzen. Und hier die eine oder andere Technik eben auch mal auszuprobieren und selbst zu schauen, wie kann ich noch mehr, kann ja sein, dass ich es in der Vergangenheit auch schon gemacht habe, aber noch mehr Selbstwirksamkeit durch die Anwendung verschiedener Techniken, die ich bisher noch nicht kannte, in diesem Zusammenhang eben auch weiter ausbauen. Und du hattest vorhin die Workshops noch angesprochen ab November, das heißt auch tatsächlich nochmal auf die Seite zu schauen. Miriam, du kannst gleich die Seite nochmal erwähnen gerne für die, die vielleicht später reingekommen sind, dass sie auch die Möglichkeit haben, reinzuschauen. Und ja, und dann vielleicht noch so eine abschließende Botschaft. Was möchtest du unseren Zuhörern heute mitgeben? Also ich sage mal, das Wichtigste meiner Psychotherapie ist oder wo ich auch eine gelungene Psychotherapie erkenne, ist, dass die Kinder, die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen wieder Lust aufs Leben haben, dass sie glücklich sein wollen. Ich glaube, das ist dann wirklich das gelungene Moment. Nicht vielleicht manchmal, was die Aufgabe der Eltern ist, oder das Kind ist unkonzentriert, hat schlechte Noten, soll wieder besser in der Schule sein. Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, dass die Menschen, die jungen Menschen, Lust aufs Leben haben, dass sie erkennen, warum tue ich das alles, warum gehe ich in die Schule, warum lerne ich für mein Leben, nicht weil ich es anderen recht machen will, weil ich Erwartungen erfüllen will, sondern erstmal zu gucken, ich möchte dieses Leben leben, das ist eine ganz bewusste Entscheidung, weil ich finde Dinge hier in diesem Leben, die mich glücklich machen, die mich morgens aufstehen lassen. Und dann der nächste Punkt ist wirklich dieses Großdenken. So viele Dinge sind immer die, wie wir Kindern, Jugendlichen unbewusst, bewusst, auch die Gesellschaft sagt, es geht nicht, weil, denke realistisch, bleib auf dem Boden. Und ich bin immer diejenige, die sagt, nein, du denkst jetzt mal groß. Du denkst jetzt mal das, was du als kleines Mädchen, wenn du dich als Prinzessin verkleidet, sag das Stereotyp, ne? Oder keine Ahnung, wenn du gedacht hast, ich ziehe in die USA und werde Präsidentin oder Präsident, da möchte ich wieder hin.
weil so viele Dinge sind, so dieses Kleingerede denken, dieses, das geht nicht, weil, und denk realistisch. Nein, du denkst jetzt groß. Du denkst jetzt mal ohne Limits. Du entdeckst mal wieder dein eigentliches Potenzial. Wir kitzeln das raus, was in dir steckt. Und dann gehst du hier raus und sagst, ich bin der Rockstar und ich habe Bock aufs Leben und ich kann alles, was ich mir vorstelle und wünsche. Wenn mir das gelingt oder das Kind oder der Jugendliche wieder richtig im wahrsten Sinne des Wortes an sich glaubt, dann war es eine gute therapeutische Begleitung. Na, großartig. Vielen, vielen lieben Dank. Ich krieg Gänsehaut. Wunderbar. Ja, liebe Miriam, die Zeit ist wirklich verflogen und das heißt, vielleicht ergibt sich dann irgendwann noch mal ein zweites Buch, falls das kommen sollte. Dann bist du natürlich auch wieder herzlich eingeladen. Ich finde es mega spannend, das Thema, dass wir hier einfach im Kontakt bleiben und gucken, welche Gelegenheiten oder Möglichkeiten wir noch mal nutzen können, bei welchen Themen ich dich vielleicht auch noch mal einbinden kann. Fände ich super, sofern es dir Spaß gemacht hat, heute bei uns zu sein. Wie war es denn für dich, Miriam? Also ich fand's super klasse. Ich finde auch, die Zeit ist super schnell vergangen. Ich hoffe, ich habe euch allen hier so ein paar kleine Ideen, Inspirationen mitgeben können. Vielleicht habt ihr Lust, wirklich mal ins Buch reinzugucken. Vielleicht sehen wir uns mal in meinen Workshops in Frankfurt Ende November auf, wie gesagt, meiner Seite miriam-hoff.com. Ich liebe es einfach, Menschen zu inspirieren. Und wenn ich ein ganz kleines Stückchen dazu beitragen kann, dass deren Leben ein bisschen glücklicher wird, dann habe ich einfach einen super Job gemacht und dann bin ich selber glücklich. Gibt keinen Ja. schöneren Job, finde ich. Wunderbar, vielen, vielen lieben Dank. Und schau mal, hier kommen auch verschiedene Emojis. Das heißt, auch die Rückmeldung finde ich immer schön, wenn man das am Ende des Raumes auch nochmal sieht. Damit wir, wenn wir keine Interaktion auf der Bühne sozusagen hatten, dann auch zumindest ein Gefühl dafür bekommen, ob denn jeder für sich auch was mitnehmen konnte. Schau mal, Miriam, diese Herzchen und Hände hoch und so. Das ist Sehr alles für dich schön. hier. Oh, ich freue mich. Danke, danke euch. Ja, wunderbar. Dann möchte ich gerne die letzte Minute noch dafür nutzen, um ganz kurz nochmal eine Ankündigung zu machen für die nächsten Tage. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Miriam, für deine Zeit, für diese Impulse. Ich fand es wirklich mega an der Stelle. Und ja, wir werden morgen dann auch fortsetzen mit dem Deep Talk Club um 8 Uhr deutscher Zeit. Es geht weiter mit Reflexion und Empathie. Wie fördert Reflexion unsere Fähigkeit, uns in andere hineinzuversetzen, ist die Fragestellung, mit der wir uns morgen früh beschäftigen wollen. Insofern seid ihr ganz, ganz herzlich eingeladen, euch auch gerne morgen, sofern ihr Zeit und Lust habt, mit dazu zu schalten. Und für die, die vielleicht nur am Wochenende dabei sind, aus zeitlichen Gründen oder ähnlichem, auch samstags und sonntags eben immer der Deep Talk für euch hier und sonntags immer unter dem Dach Bestselling Authors, oder wir haben auch das digitale Lagerfeuer so ein bisschen im Wechsel, um die verschiedenen Aspekte aufzugreifen. Und nächste Woche am Sonntag wird wieder ein digitales Lagerfeuer stattfinden mit Reflexion Teil 2. Und da geht es darum, unverblümte Stories aufzugreifen aus meinen Erfahrungen am digitalen Lagerfeuer und hier unverblümt eben wirklich einen Blick drauf werfen zu lassen. Und ich möchte gerne auf die Thematik von Methoden dann zur Reflexion und Selbstreflexion eingehen und in diesem Zusammenhang eben nicht nur die positiven Seiten zu zeigen, sondern gleichzeitig auch mögliche Gefahren aufzuzeigen durch zum Beispiel unsachgemäße Anwendung oder ähnliches. Und da bin ich dann auch sehr, sehr gespannt, nach den ersten Impulsen, Erfahrungswerten, die ich mit reinbringe, wie ihr dazu steht, welche Erfahrungen ihr vielleicht damit gemacht habt. Vielleicht gibt es auch konkrete Beispiele, die wir aufgreifen können. Insofern also allerspätestens nächsten Sonntag um 8 Uhr auch wieder gerne mit dazu schalten. Und damit, liebe Miriam, würde ich gerne für heute mit der Abschlussmusik, unserer guten Laune Musik abrunden. Außer du hast noch etwas hinzuzufügen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Sonntag und eine ganz tolle, hoffentlich früh- oder spätherbstliche Sonnenwoche. Ja, wunderbar. Das wünschen wir dir auch, liebe Miriam. Bis dahin. Ciao.